Damit herzlich willkommen zurück bei No Man's Sky. Ich habe diese unerträglich lange Reise jetzt hinter mir. Ich habe das komplette Achievement für die Duration, die man auf dem Planet sein muss, fürs Gefahrgut, oder sag ich mal, für die gefährliche Umgebung, auf 10. Also ich war hier einige Stunden unterwegs für, ihr seht es, 103 Candesium. Das ist ein Witz. Ich bin mit dem Schiff nicht wirklich weit immer geflogen, sondern immer ein Stück gelaufen, dann untergegraben und so einen Scheiß gemacht hier. Das machen wir nicht wieder. Genau. Ich habe Tamium. Haben wir den Rest noch hier. Plutonium, da wir das Schiff nicht so oft benutzt haben, haben wir jetzt noch eine Menge. Das stimmt tatsächlich, aber der Rest ist Eisen, ist hier fast weg. Im Meril haben wir noch ein bisschen Kalium, habe ich ein bisschen gesammelt. Weil das hier auch vorhanden war, viel häufiger als der... als unser nettes Candesium, was eigentlich nur eine winzig kleine Pflanze ist, die hier an verschiedenen Stellen wächst, aber wirklich so scheiße schwer zu sammeln ist. Ja, und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf diesen Planeten. Null. Oder wollen wir da noch landen? Nein. Technik und ähnliches, Upgradables, habe ich nicht eingesammelt, um das euch nicht vorwegzunehmen und auch mir nicht vorwegzunehmen. Das wollte ich nur nicht offscreen machen. Ich hätte zwar viele Sachen holen können, aber habe es dann gelassen, dadurch, dass wir das zusammen machen wollen. Das war wirklich jetzt nur für die Zeit, das hätte ich nicht aufnehmen. Das wären 20 Folgen, die ich hier, von denen ich 10 Minuten jeweils von der Folge nur rumstehe. Unnötig. So, was wir allerdings haben. Guck, ich habe nur 3 Plätze besucht insgesamt. Das ist ein Witz. Aber immerhin. Ich habe alle der Touren. Und deswegen werden wir jetzt, darauf wollte ich nämlich auch warten, genau hier, den gab es hier, den habe ich unter der Erde gefunden. Das Ding hatten wir, glaube ich, hatten wir schon gescannt, weiß ich nicht, zum letzten Mal. Genau, das Ding war auch in der Höhle. Achso, das ist nur eine Subspezies gewesen. Hier noch ein paar Pflanzen, weil ich habe viel Zeit gewartet, also warum nicht scannen. Deswegen, naja. Okay, das ist das Ding. Das ist das, die Titanpflanze. Titanpflanze, so, zack. 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 Oh ja, hier unten richtig hässliches Tier. Aggressiv. Hat mich echt fast alles versucht zu killen. Das war einer im Wasser. Genau wie der hier. Da war ich einmal in Richtung, im Küstengebiet. Da waren, Gott sei Dank, sag ich mal, 3 Seen fast voneinander getrennt. Alle recht groß. Da war ich so gesagt in so einer Schnittstelle dazwischen. Hat uns geholfen, genau. Aggressiv, aggressiv. Nicht aggressiv. Und auch sehr cool, riesengroße Schmetterlinge. Die waren wirklich groß. Die waren so, ja, weiß ich auch nicht. Kann nicht beschreiben, wie groß. So, wir laden nach und nach alles hier hoch. Um uns dann diesen großen Bonus hier noch zu holen. Der Hammer. So. Wir müssen zurück zur Base. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß hier. So. Tut mir leid, aber... Oh, was kommt jetzt? Ach, Geld verdienen bestimmt. Ja, Kapitalist. Und diese Kapitalistenschweine hier, ne? Das geht auch nicht. Ah, guck mal hier. Unsammler. Sehr nice. Trotzdem, bevor wir jetzt irgendwie Piraten kommen... Möchte ich doch bitte, bevor ich die Sachen alle verliere, aber ich kann die natürlich ins Inventar nehmen, ne? Dann wird es ja Platz. So. Okay, ja, ich glaube, okay. Ich warte auf jeden Fall auf die Piraten, sonst haben wir hier verkackt, wenn wir hier sterben. Das Risiko möchte ich nicht eingehen. Das ist egal, aber es ist viel zu hoch. Ich werde nicht nochmal 8 Stunden oder was das waren. Oder 10 Stunden, keine Ahnung. Ich war fertig am Ende. Ich war fertig. Ich habe das noch in einer Session dann durchgezogen. Ich konnte nicht mehr. Zwischendurch dann mal nochmal kurz einen Kaffee geholt. Und die Stars mal eine geraucht. Ja, war anstrengend. War anstrengend. Anstatt darüber zu heulen, ja. Freuen wir uns, dass wir die Sachen haben, die wir suchten.
Ja, ich gehe schon mal ein Stück in die Richtung auf jeden Fall. Ja. Tüdelülü. Verlassen das Gebäude, da möchte ich nicht hin, ne? Wir könnten natürlich auf irgendein... Nee, komm. Wir gehen nicht auf irgendeinen Planeten, den wir bisher noch nicht... ...durch verarschen. Ich wette, der ist nicht mehr annähernd. Haben wir den am Anfang schon gescannt gehabt? Alter. Ernsthaft? So, was kann schon passieren? Ja, okay. Aber haben wir den gescannt gehabt? Wusste ich, dass da kein... Oh nein. Ihr Ficker. Ich... Nein. So, unser Eisenvorrat ist gleich... depleted. Alles weg. Ich möchte nur noch zur Station rein, zu unserer Basis, die kurz die Sachen abgeben. Danach kriegen wir bestimmt wieder eine unmögliche Quest, die wirklich so eine... Naja, wir gucken. Wir haben es geschafft. Es ist gut. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Wie gesagt, also Technik und so habe ich nicht mir geholt. Ich dachte wirklich, das machen wir zusammen. Finde ich auch schöner. Sehr schön. Wir sind endlich hier an der Station. Das freut mich. Und dann gehen wir gleich. Also an sich haben wir es jetzt safe. Wenn er jetzt aussteigt, haben wir gespeichert. Und wir sind froh, dass wir zu unserer Base zurückkehren können. Mit Ergebnissen. Zack. Oh, das war eine schöne Landung. Ich hätte gedacht, ich bin zu früh abgesprungen. Aber na gut. So. Warp, warp, warp. Teleportieren. Bindung mit Terminus wird hergestellt. Gestorben bin ich übrigens nicht. Dafür war ich zu vorsichtig. Aber vielleicht habe ich deswegen auch so lange gebraucht. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, wir sind da. So, du willst das Kurizagin oder was das war, ne? Das war, ging ja noch vom Obtain her. Ne, er wollte Schaltplatten, richtig. Er wollte Kandensium. Ich hoffe, das war nicht mehr, Alter. Ich mach sein Leben kaputt. Ich feuer ihn. Wir haben sogar noch was übrig, falls wir noch was brauchen davon. Eisenfreie Platte. Platten aus eisenfreiem Metall sind stabil, leicht und biegsam, nicht magnetisch und extrem widerstandsfähig gegen Rost und Korrosion. 50 Kandesium brauchen wir dafür, das werden wir niemals benutzen. Wir werden die Dinger nicht bauen, auf keinen Fall. So, die Aufgabe, die... eine Probe Bottlegift. Also das ist ja... ist durchaus möglich. So, du kriegst auch dein Share. Gerade noch rechtzeitig. Damit werden die Gifte schon bald aus meinem Körper gespült sein. Ich hoffe, dass diese Waffe meine... Weiß ich nicht, was er gesagt hat. So, neue Aufgabe. Da kann ich nicht viel tun. Wir brauchen die Unterstützung eines engagierten Wissenschaftlers, wenn ich weitere Fortschritte machen kann. Ich habe ein Terminal gebaut, natürlich. Gut, ich konnte meine Hauptpläne diesmal vollenden, aber mit einem Wissenschaftler an Bord werden eine Menge Zeit sparen. Ionenstrahl. Ist auch neu, ne? Nice. Was hast du noch? Ich kann dir nichts mehr beibringen, zumindest nicht ohne gegen diverse interplanetare Rüstungsabkommen zu verstoßen. Du hast meinen Dank.
und du den meinen. Wähle deine Schlachten mit Bedacht. Krass, dann sind wir durch mit dem. Was wollte er noch haben? Achso, ich kann ihm dem anderen erstmal das Beutelgift geben, ne? Oder ich lagere erstmal den Shit hier ein, den wir... Wir haben noch ein Beutelgift, okay. Wir werden hier das Kalium mal reintun. Antrium. Das kann ja... Wir packen hier mal Plutonium rein, zur Sicherheit, falls irgendwas passieren sollte. So. Das kommt hier rein. Haben wir Emeril schon eingelagert hier irgendwo? Ach nee, war ein oder zwei drin. Die haben wir weggeworfen, glaube ich. Okay. doch, da haben wir Emeril. Zack. Jetzt soll ich die Gag-Amulette auch nochmal rüberpacken. Die kann man bestimmt auch mehrere, auch fünf bestimmt, ne, oder? Oh, 10 sogar. Natürlich nice. Das freut mich. Und jetzt gehen wir mit dem Beutelgift noch kurz zu unserem Wissenschaftler. Kriegst du. Kriegst gleich das Beutelgift. Yeah, danke. Du hast mich vielleicht... Du hältst mich vielleicht für exzentrisch, aber man kann viel aus der Katalogisierung... Oh komm, eisenfrei... Was brauchen wir denn? Ach ja, wir brauchen dieses Rogonium. Rigogen. Okay, solange wir das nicht finden, können wir da sowieso nicht weitermachen. Der will die Schaltplatte haben, sobald wir eine fertig haben. Wir haben ja das... Korizigeno, wie es heißt, zusammen dafür. Yeah. Nice. Kann bestimmt gut verkaufen, naja, alle. Wenn wir hier ordentlich sammeln. Da müssen wir immer zum Handels... Ah, ne, wir können ja über die Station. Ja gut, das geht ja. Und gut, ist eigentlich recht angenehm. So, Pucnium. Weg. So. Dann packe ich mal... Das rüber, dann brauchen wir mal wieder Eisen. Und Tamio müssen wir uns auch bald mal wieder besorgen. Weil das wird ja auch dann sehr knappig. So, hau drauf. Nice. Okay, wir haben genug Eisen erstmal wieder. Reisen wir wieder zurück. Ah, das ist schön, diese Vierecke. Schön aus, wie aus dem Trailer. Aus dem allerersten. Okay, er kann mir also nichts mehr beibringen. Kann er mir nicht Multitools verkaufen oder so irgendwas? Natürlich auch nice. So, Schaltplatte. Was willst du jetzt haben? Glas, okay. Baue ein Wegpunktsignal für unsere Feldforschung und ich zeichne dir Baupläne. Wenn du dich verirrst, okay, das habe ich schon. Nice. Hervorragend, das wird uns bei unseren zukünftigen Expeditionen helfen. Glas. Korizigen. Oh, nice. Wir wissen also, das finden wir auf Schneeplaneten oder Eisplaneten. Nein, habe ich nicht. Kupferdraht brauchen wir, also tatsächlich Rigogen. Müssen wir irgendwo finden, aber ich habe keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Macht aber nichts. Wir gehen ja sowieso mit unserer Reise voran. Und ja. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen Warp-Kram wiederherstellen. Wir haben ja erst wieder so viel Plutonium bekommen. Auch wenn das vielleicht aussehen mag, als wäre es ein kleiner Waste, um den Kram wieder zu verbrauchen. Aber das tun wir sowieso. Wir brauchen immer sowieso wieder neuen. So. Zack. Zack. Habe ich mehrere, ne?
Das bringt uns ja fast gar keinen Kohlenstoff hier, ne? Gibt's hier nicht nur größere Sachen? Was das mehr Kohlenstoff bringt? Weil die Dinger müssten doch eigentlich schon viel bringen, weil die sind nicht klein. Das ist eine Kiste. Haben die schon mal geöffnet? Auch ein Gag-Amulett. Ein Energiekanister. Schön. Okay. Ja, entspann dich. So. Zwei. Drei. Und 300 Plutonium. Ist eine Menge. Aber wir können ja trotzdem noch ein bisschen. Unser nächster Abflug ist ja sowieso umsonst. Von daher. Vielleicht kann ich ja die Gag-Amulette mal mitnehmen. Da können wir die verkaufen. Wo haben wir denn unser Lager hingepackt? Wo war das noch? Hier, ne? Ja. Muss ich was hier lassen? Ja, schon gut. Auch nur für Antimaterie. Zink und Iridium. Brauchen wir nur noch? Genau, Tamium. Brauchen wir sowieso. Also das müssen wir so farmen gehen. So. Noch irgendwas aus Interesse? Okay, warte mal, ich nehme mal. Na komm, wir haben noch genug Plutonium. Das ist ziemlich nice. So. Back. Also wir haben ein paar auf. Also Rigogen ist tatsächlich das, was uns als nächstes interessiert. Davon wollen zwei Leute Sachen haben. Das bringt uns einen großen Schritt voran. Und unser netter Waffenmeister ist fertig. Da haben wir alles. Ist nicht viel, aber es ist was. So. Gut. Dann können wir uns auch irgendwann mal darauf fokussieren, dass wir unsere Sachen mal upgraden, unser neues Schiff. Dafür brauchen wir erstmal ein bisschen mehr Geld. Und so weiter und so fort. Abend, meine Herren. So. Verkaufen. Ah, 10.000. Was soll's? Ein bisschen Geld. Kann ich was kaufen? Nein, kaufen. So. Haben Sie denn hier Plutonium? Können wir gleich mal wieder mitnehmen. Das brauchen wir sowieso immer. Oh, Zink auch vielleicht. So. Sehr schön. So, da wir wissen, Kandesium gibt es auf Planeten, die giftig sind. Oder radioaktiv, besser gesagt. Auch nice. Gehen wir nicht auf den Planeten, wo es Kandesium gibt. Vielleicht, wenn der nur leicht radioaktiv ist, das wäre vielleicht einfacher gewesen. Werden wir nicht machen. Keine Chance. Wir können aber auf den hier. Den machen wir noch nicht. Ist sogar so nah dran, dass wir gar nicht Angst haben müssen vor Piraterie. Vor den bösen Piraten. Wow, nice. Oh, das sieht gut aus hier. Sieht ja sehr nice aus hier. Stimmt, hochgefährlich.
Das ist Regenstürme gibt es bestimmt. Das wird mich nicht stören, aber. Ach komm. Wir brauchen sowieso mal hier Upgrades. Also fangen wir gleich mit unserem Inventar hier an. Und Tamium finden wir bestimmt hier auch irgendwo. Der sieht nice aus. Gemäßigt, Wächter bedrohlich. Ach scheiße, ich wusste, es gibt einen Nachteil. Üppig und reichhaltig. Ich habe wohl unseren nächsten Heimatplaneten gefunden. Hallo. Wir müssen uns nur vor den Wächtern so ein bisschen verteidigen. Mehr ist es eigentlich nicht. Bin ich ein bisschen ungefährlicher als das Wetter. Okay. Ich habe schon Tamium gesehen. Ich hoffe, die Sachen in den Behältern kommen mit. Wir sehen es ja gleich. Aber ich hoffe. Wenn nicht, dann müssen wir halt laden, weil das wäre blöd. Ja, ihr stellt. So. Hab ich nicht. Oh Junge, du bist zu klein. Achso, der ist hinter dem Berg. Okay, sind das Jäger? Ich glaube, das ist ein Jäger. Ja. Es ist ein Jäger. Gut, sogar gut, dass ich die Bezeichnung richtig hatte. Wäre wahrscheinlich auch Insektenfresser gegangen oder so. Das ist auch nice, nice, nice. Was ist noch? Kreaturen. Die es zu scannen gilt. Da ist auch noch eine. Denn los hier? So viele Kreaturen. Natürlich geil. Denn das ist auch noch eine, die wir nicht kennen. Was wollen wir denn mehr? Und Wächter haben wir noch keinen gesehen. Das ist... Oha. Der, da unten ist noch nichts. Na? Aber 6 Meter nur. Ich dachte, das ist mit mehr gerechnet. Okay. Oh, gerade noch aus dem Field of View raus, aber haben wir hingekriegt. Acht von 12 gefunden. Ist noch irgendwo Tamium? Jetzt Platin. Oh. Boah, die Flügel sehen ja mega nice aus. So, dass so ein bisschen durchschimmern würde der Himmel. Huh.